Hallo, willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Es ist ein bisschen komisch, weil ich jetzt schon so lange nichts mehr gefilmt habe oder gepostet habe, also für mich. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir eigentlich einen Urlaub geplant hatten im März. Dann wurde der verschoben auf jetzt August. Und dann, aus verschiedenen Gründen konnte die Reise dann nicht stattfinden nach Portugal. Und glücklicherweise konnten wir aber den Flug verschieben, Hotel und Mietwagen stornieren, haben das Geld zurückbekommen. Weshalb wir gesagt haben, okay, wir sind dennoch einfach absolut dafür, dass wir uns eine Auszeit nehmen. Dann haben wir kurz drüber nachgedacht, ob wir einfach zu Hause bleiben und hier Urlaub machen. Aber ich weiß, dass es einige können. Ich kann irgendwie nicht zu Hause sein und mich dann so entspannt fühlen. Also ich kann 5 Minuten weiter irgendwo sein und mich fühlen wie im Urlaub. Aber so dieses Zuhause ist, ich glaube, es hängt auch eben natürlich damit zusammen, dass ich alles, was hier ist, auch irgendwie mit Arbeit und Beruf assoziiere. Ja, dass ich mich da einfach nicht so entspannen kann, dass ich mich da nicht zurücklehnen kann und dann das Gefühl habe, ich muss irgendwie das und das und das und das machen und am besten aber jedes Mal überall die Kamera mitnehmen. Und dann haben wir halt überlegt, dann habe ich bei Instagram Stories euch gefragt, ob ihr irgendwie Hotels kennt in der Nähe. Wir konnten jetzt auch nicht so weit weg. Die ihr empfehlen würdet einfach für so, ich glaube, man nennt das ja Staycation, also wenn man quasi in der Nähe bleibt, aber trotzdem so dieses Urlaubsgefühl haben will. Und dann kamen ganz, ganz viele Empfehlungen. Vieles war aber überhaupt nicht mehr frei, weil es natürlich noch ein bisschen spontan war, sehr spontan. Und dann haben wir uns aber im Endeffekt für Mecklenburg-Vorpommern entschieden. Und zwar sind wir an die Mecklenburgische Seenplatte gefahren. Das war gar nicht weit. Wir sind 1,5 Stunden gefahren. Das war mir manchmal in Berlin, um von A nach B zu kommen. Und das war halt in einem super kleinen Ort, der quasi, ja, es war so ein Erholungsgebiet. Dementsprechend waren dort viele Geschäfte, die man in Städten manchmal gar nicht hat. Und auch die Supermärkte hatten sonntags auf und so. Das war voll krass. Und wir waren dann in Flesensee. Und das Hotel ist halt wie so, ja, so ein Erholungshotel. Da ist aber auch so ein, sind so Golfplätze. Also man kann da zum Golfen hingehen oder auch einfach nur zum Entspannen. Da sind aber auch zum Beispiel im Ort, wo wir waren, ganz viele Fahrradverleihe gewesen. Das heißt, man kann da irgendwie Fahrradtouren machen oder wandern gehen. Und wir sind dorthin mit dem Gedanken, also ich hatte im Wetterbericht gesehen, dass das total blödes Wetter wird. Also haben wir gedacht, okay, dann werden wir einfach dort sein, uns in die Morgenmäntel einmummeln und einfach nur den ganzen Tag auf so einer Liege da liegen und lesen. Und irgendwie sind wir dann dorthin und es war wirklich jeden Tag schönes Wetter. Weshalb ich dann zu Pablo gesagt habe, weißt du was, jetzt sind wir hier in der Mecklenburgischen Seenplatte, dann lass uns doch mal irgendwie ganz spontan eine Fahrradtour machen. Also haben wir dann, also wir sind am ersten Tag angekommen, sind so Saunen, sind wir am ersten Tag gleich in eine Sauna gegangen. Es war total toll, es war auch nicht voll oder so. Im Moment ist das so, dass eben nur ein Paar oder eine Familie in die Sauna darf. Und das war gar nicht voll. Das haben wir am ersten Tag gemacht und am zweiten Tag habe ich dann zu Pablo gesagt, komm, spontan leihen wir uns jetzt Fahrräder und Helme. Und dann habe ich so eine kleine Route geplant. So, wir machen jetzt eine Fahrradtour. Wir haben uns gerade Fahrräder und Helme ausgeliehen und machen jetzt eine ganz kleine Tour nach Malchow. Und ich bin schon ewig übrigens kein Fahrrad mehr gefahren. Auf jeden Fall Motivation, wenn wir zurück sind, endlich mal Fahrräder zu bestellen. Ja. Und dann richtig loszulegen. Genau. Und ist auch eine einfache Strecke. Wir müssen einfach nur 2 Straßen fahren. Also wir kriegen es hoffentlich hin. Es war total süß. Also erstens war das ein richtig schöner Weg, den wir gefahren sind. Waren auch ganz viele so Fahrradwege richtig, was ich ziemlich cool fand. Und auf dem Weg dorthin haben wir so viel gesehen. Sonnenblumen, Mais, Äpfel, Birnen, super viele Pferde, Alpakas und so weiter und so fort. Es war total schön. Malchow ist auch richtig schön am Wasser gelegen, mit so ganz vielen Booten. Und dann sind wir da so ein bisschen rumgelaufen einfach, haben dann dort in der Junge Bäckerei
so einen kleinen Snack eingenommen. Das hatte meine Mutter mir empfohlen. Die war an der Ostsee und da gab es diese Bäckerei auch. Wir haben nämlich Hafermilch und Acai-Bowls. Manche haben auch so Pancakes mit Mangosoße und so. Echt süß. War auch echt lecker, was wir dort gegessen haben. Und dann waren wir noch kurz was zu trinken einkaufen und dann sind wir einfach wieder zurückgelaufen, halt durch die Stadt einfach ein bisschen geschlendert und sind dann zum Klostercafé gefahren, heißt das. Und das hatte ich irgendwie nur so zufällig gesehen bei Google Maps und mir nichts dabei gedacht. Und dann sind wir dort rein und das war so süß. Ich habe sofort an Talisa gedacht, weil das war so, weiß ich nicht, es hatte so diesen Vintage-Vibe, Landhausstil, aber eben nicht altmodisch, sondern einfach, weiß ich nicht, es war irgendwie so ein ganz wohliges Gefühl, was man dort hatte. Und die hatten dort auch Hafermilch in einem Klostercafé in irgendeinem winzig kleinen Ort mit irgendwie, ich glaube, 7000 Einwohnern oder so, hatten sie Hafermilch in einem Klostercafé und Mandelmilch und selbstgebackene Kuchen, ganz viele, und die waren total lieb. Dann hatten die draußen auch so Plätze vorbereitet, haben uns dann draußen hingesetzt, dort einen Eiskaffee getrunken und Kuchen gegessen. Es war super lecker und super schönes Wetter. Dann haben wir uns danach noch ans Ufer gesetzt und einfach so ein bisschen den Moment genossen. Und dann sind wir irgendwann, dann war es schon fast abends, zurückgefahren. Also es war immer so ein halber Tag Ausflug, würde ich sagen. Und halber Tag dann im Hotel einfach so ein bisschen ausspannen. Weil die hatten so einen beheizten Außenpool, so sind wir viel geschwommen. Oder wir waren in der Sauna oder haben einfach auf den Liegen gelegen und gelesen. Also immer so ein Mix. Am Tag danach hatte ich dann gedacht, ach komm, geh mal ein bisschen wandern. Und dann hatte ich mir da auch wieder so ein kleines Ziel ausgesucht, eben an so einem See. Und da war so ein süßes Fischer-Restaurant direkt am Wasser und es war total süß dort. Da hat es dann kurz mal geregnet, das war so richtig gemütlich irgendwie von der Stimmung. Und dort haben wir richtig leckeren Matjes gegessen mit Bratkartoffeln und so einem, was war das, so ein Apfelsalat dazu. Also alles total frisch, richtig lecker. Und sind dann da auch so ein bisschen ja, gewandert und haben das eben zu Fuß gemacht und dann den halben Tag wieder im Hotel. Wir hatten dann auch eine Massage gebucht, die war richtig gut. Ich hatte dann so eine Rückenmassage, weil ich im Moment wieder so ein bisschen mehr mit dem Rücken habe. Und dann ja, haben wir eigentlich wirklich den ganzen Tag, also morgens in Ruhe aufgestanden, gefrühstückt, gelesen, geschwommen, in der Sauna gewesen. Einfach so ein bisschen in den Tag reingelebt, so wie man es sich vorstellt für einen Urlaub. Und jetzt sind wir wieder zurück und ich muss wirklich sagen, wir hatten ja überlegt, ob wir, wie gesagt, einfach zu Hause bleiben. Ich bin so froh, dass wir irgendwo hingefahren sind und dann auch noch an so einen tollen Ort, aber überhaupt weggefahren sind, weil ich so total gemerkt habe, in dem Moment, in dem ich den Schlüssel rumgedreht habe und in der Wohnung stand, dachte ich so, okay, der Urlaub ist irgendwie vorbei. Einfach, auch wenn ich wollte, dass ich trotzdem in der Stimmung bleibe, weil die Woche noch nicht zu Ende war, wir trotzdem noch Urlaub hatten, kam dann einfach so viel wieder zurück an so, keine Ahnung, so dieses Verantwortungsgefühl, ach, wir müssen noch das machen und dorthin und das wollten wir noch erledigen und Mist, das und das und das. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir dort waren und einfach ein bisschen abspannen konnten, auch für Pablo, der einfach nie sich ausruhen kann, nie mal frei hat. Und das habe ich mir halt für ihn auch ganz doll gewünscht und war ganz toll, ich finde es immer toll, wenn er lag auf der Liege neben mir gelesen und ist eingeschlafen. Und das ist immer so ein Indiz dafür, dass er richtig entspannt ist, dass er mitten am Tag so liest und dann einschläft und tiefenentspannt ist. Genau, ich dachte, ich mache das mal so als kleine Zusammenfassung. Wir haben halt ein paar Fotos gemacht und Videos, einfach eigentlich privat, aber ich teile das natürlich sehr gerne mit euch. Und ja, vielen, vielen Dank an die ganzen Empfehlungen von euch. Das hat uns richtig, richtig gut getan. Also, wir sind euch da sehr dankbar. Jetzt haben wir die nächsten Tage tatsächlich noch ein bisschen geplant, ein bisschen aufzuräumen. Wir haben halt jetzt vor der Reise, weil das halt so spontan war, nicht so viel geschafft. Dementsprechend ja, ist im Haushalt ziemlich viel zu erledigen. Wir wollten auch demnächst nochmal zu IKEA. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei IKEA war. Ob ich dieses Jahr überhaupt bei IKEA war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr lange her, aber wir brauchen so ein paar Dinge. Und dann habe ich so eine kleine Liste gemacht, dass wir alles erledigen wollen. Müssen wir mal gucken, wann wir dorthin fahren, weil ich schon gehört habe, dass ich da immer so
Riesenschlangen bilden oder vieles auch ausverkauft ist. Deswegen müssen wir da ganz entspannt an die Sache gehen. Genau, aber erstmal besuchen wir heute Freunde, morgen kommen Freunde zu uns und zwischendrin, ja, müssen wir hier ein bisschen Verordnung schaffen. Aber ich bin auf jeden Fall gestärkt, habe wieder mehr Energie und ja, ich freue mich einfach sehr, dass wir das machen konnten und ich glaube, das ist auch was, was wir ja, öfters machen sollten. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum wir auch weggefahren sind. Nicht nur wegen des Urlaubs, sondern es war auch unser zweiter Hochzeitstag. Genau. Und ja, vielen Dank auch an die ganzen Glückwünsche. Und es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist, oder? Also es ist so krass, mir haben auch so viele von euch geschrieben, was? Ich habe damals total mitgefiebert und war auch mit so aufgeregt. Und was? Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Also, ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber ja, wir sind immer noch genauso glücklich und ja, war einfach ein richtig schöner Tag. Wir waren auch an dem Abend dann, beziehungsweise am Abend danach, glaube ich, waren wir im Hotel, ist noch so ein richtig schickes Restaurant. Da haben wir uns dann da an dem Abend eingebucht und gegessen. Es war mega, mega gut, weil in dem Hotel sind die auch spezialisiert übrigens auf so Region, wie so viel regional wie möglich. Und das hat man auch geschmeckt an der Qualität der Sachen. So, okay, jetzt habe ich genug gesprochen. Wir sehen uns später. Hello, ich habe mich gerade hier wieder zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik gehört. Barbara hat richtig laut Musik aufgedreht, damit wir motiviert sind. Ich habe euch ja erzählt, wir waren unterwegs, als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten. Da haben wir uns übrigens auch mal so ein paar Gegenden angeguckt, die uns noch nicht so vertraut waren. Im speziellen Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow. Falls jemand von dort kommt oder dort wohnt oder dorthin gezogen ist, schreibt mir super gerne mal in die Kommentare. Super, super schön. Mega cool finde ich auch, dass Teltow angebunden ist, ich glaube, mit der S-Bahn direkt nach Berlin. Also Potsdamer Platz, Friedrichstraße und so weiter fand ich mega cool. Kleinmachnow ist auch mega, mega schön und Stahnsdorf fand ich so voll idyllisch. Und ja, wir haben uns einfach vorgenommen, so ein paar Gegenden anzugucken, einfach mal anzufangen, uns Gegenden anzugucken, die wir noch nicht so kennen. Wir kennen zum Beispiel ziemlich viel auch so westlich, also in Richtung Spandau, Falkensee und dann Kladow, Rudow da so runter. Oder auch östlich, aber nördlich und südlich zum Beispiel noch nicht so viel. Deswegen dachten wir, weil wir gestern eh unterwegs waren, wir gucken uns das mal an. Wir waren dann auch noch in Zehlendorf kurz was einkaufen und dann habe ich so einen Asialaden entdeckt, bin schnell reingeflitzt und dann habe ich da so coole Sachen gefunden. So japanische Leckereien, die ich dann mitgenommen habe, haben wir auch gestern Abend dann schon gleich verzehrt. Und ja, jetzt müssen wir uns aber deswegen auch die laute Musik motivieren. Und zwar waren wir ja eben weg und haben auch gesagt, wir lassen das jetzt einfach alles so, wie es ist. Und wenn wir zurückkommen, müssen wir uns dann um den Haushalt kümmern. Deswegen ist Pablo jetzt dabei, Karton zu zerkleinern. Man muss ja auch immer gucken, dass die Tonnen dann nicht irgendwie super lange gefüllt sind, wenn man so viel Müll hat. Deswegen, ja. Machen wir das jetzt, weil dann der Müll auch bald abgeholt wird. Und Pablo macht gerade Pappe ganz viel zusammen und ich kümmere mich um die Berge von Wäsche, die ich jetzt gewaschen hatte, die alle schon fertig sind zum Falten und Einsortieren. Und dann geht es weiter hier im Büro und im Wohnzimmer habe ich es jetzt so gemacht. Falls könnt ihr euch erinnern, ich habe euch mal erzählt, ich habe so Sachen, wo ich kein richtiges Zuhause habe. Ich habe jetzt alle diese Sachen genommen. Es ist so richtig, die sind jetzt alle auf unserem Couchtisch. Also der Couchtisch sieht katastrophal aus, aber da sind jetzt alle Sachen drauf, damit ich mich dann fokussieren kann und überlege, wo kommt was hin. Ich hoffe, das schaffe ich. Wir bekommen nämlich heute Abend Besuch und da muss das dann alles ready sein. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Yeah.
Yeah. So, schaut mal. Ihr habt ja gerade den Couchtisch gesehen, wie voll der war. Der ist leer, da sind nur noch, das hatte ich euch mal gezeigt, ich habe es immer noch nicht drauf gemacht, für unser iPhone so Screen Protector Dingensbummens. Habe ich immer noch nicht drauf gemacht. Und hier war ja alles voll mit diesen Kartons, die hat Pablo alle klein gemacht und bringt die jetzt nach und nach runter. Wir machen jetzt aber erstmal eine kleine Essenspause. Und dann müssen wir noch einkaufen gehen, weil wir ja Besuch bekommen. Oh, so besser? Nee. So, ja. Ich habe jetzt ganz fix einfach nur ein Mittagessen zusammengeschmissen. Sieht aber sehr lecker aus. Und zwar habe ich euch doch erzählt, dass ich in diesem Asialaden war und dort Currysoße gekauft habe. Und das war so viel, dass ich gesagt habe, okay, das machen wir heute nochmal. Und wir hatten auch noch ein bisschen Reis über, dann habe ich nochmal neuen Reis gemacht. Übrigens im Thermomix und der wird 1A Spitzenklasse. Und dann habe ich den Reis einfach gemischt mit dieser Currysoße. Oh mein Gott, die schmeckt so lecker. Ich will die mal versuchen selber zu machen. Das ist einfach so ein Black Bean Burger heißt der. Die Marke heißt Soto. Der schmeckt so gut. Der schmeckt mega lecker, wirklich in Burgern drin. Wir mögen es aber auch so, weil das hat so ein bisschen dieses Rauchige. Und dann habe ich einfach einen Salat gemacht. Und zwar mit Jalapenos vom Balkon, Tomate vom Balkon, bisschen Salat vom Balkon, Mais. Und dann habe ich das einfach nur, weil ihr immer fragt nach Dressings, da ist einfach nur ein gutes Olivenöl dran, Weißweinessig. Und jetzt kommt's. Ich hatte wir hatten so gestern Abend Tonkatsu, das ist ja dieses japanische Schnitzel gemacht. Und das hatten wir in Japan gegessen mit so einer Yuzu, so einem Yuzu-Dressing drüber. Das war so lecker. Und dann meinte Pablo gestern, nimm doch mal eine Mandarine oder sowas mit, dann können wir das versuchen selber zu machen. Gab es nicht. Also habe ich gestern eine Orange gekauft und habe ein bisschen Orangensaft mit Zitrone gemixt und über das Schnitzel gegeben. Das war so lecker. Und dann hatte ich halt noch ein bisschen von dem Saft über und habe das über den Salat gestern gemacht. Das hat so gut geschmeckt. Oh mein Gott, so einfach. Also habe ich das jetzt nochmal gemacht. Also ist hier einfach ein bisschen Essig, ein bisschen Öl und dann ein bisschen O-Saft, also von der Orange und ein bisschen Zitronensaft drüber. Ich sag euch, das schmeckt so lecker. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen Dill drüber gegeben, weil wir das noch hatten. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann müssen wir einmal los ein bisschen einkaufen, damit wir für heute Abend dann Essen haben und auch für morgen früh. Heute Abend macht Pablo seine Pizza, die mega, mega lecker ist. Die beste Pizza nicht in der Pizzeria, die ich je gegessen habe. Und morgen früh gibt es dann Brötchenfrühstück, Sonntagsfrühstück. So, mal gucken, was wir da noch kaufen. Genau, das müssen wir jetzt noch machen. Aber ich bin fertig mit dem Gästebad und dem Gästezimmer und hier mit dem Couchtisch mit dem ganzen Zeug und Pablo hat hier sich um den ganzen Müll gekümmert, auch von den, von den ganzen Paketen und so, genau. Also wir sind jetzt auch echt fertig und jetzt wird gegessen, wie gesagt, eingekauft, dann kommt unser Besuch. Ich hatte eigentlich für die nächsten Tage ganz viele Pläne und ganz große Pläne und wie das immer so ist, wenn man ganz detailliert Sachen plant, dann passiert es sehr, sehr oft, dass es dann ganz anders kommt, als man denkt. Die Vlogs sollen ja meine Gemütslage, mein Alltag, den Moment widerspiegeln, so wie er ist. Und ich bin kein Freund davon,
einfach irgendwas zu planen und euch zu zeigen, damit ich euch irgendwas Tolles zeigen kann. Und dementsprechend finde ich es auch für mich persönlich wichtig, wenn ich euch mitteile, wenn es einfach gerade nicht so viel gibt, was ich euch zeigen kann oder möchte oder ich einfach nicht in der Stimmung bin. Ich hatte es die letzten Vlogs schon so ein bisschen angedeutet, aber ja, bei uns ist gerade in der Familie sehr, sehr viel los und ich bin einfach mit dem Kopf nicht da. So, und muss mich einfach gerade um anderes kümmern, um andere kümmern und da sein. Und das ist jetzt gerade einfach die Prio und dementsprechend kann ich euch in dem Vlog jetzt nicht allzu viel Großartiges zeigen und ja, ich hoffe da einfach auf Verständnis und manchmal gibt es einfach Momente, die eben so sind oder solche Phasen und genau, es geht auf jeden Fall weiter und ich werde mal sehen, wie das jetzt mit den Videos läuft und auch mit Instagram, was ich schaffe, was ich nicht schaffe. Die Donnerstagsvideos sind zum Teil auch schon vorgedreht, sodass ich da zumindest irgendwie ein bisschen Content habe. Bei den Vlogs muss ich einfach mal schauen, ja, wonach mir ist. Aber wenn ich halt einfach nichts zu zeigen habe oder mich halt um Privates kümmere, dann halte ich da natürlich nicht die Kamera drauf. Ja, aber ich wollte es euch einfach kurz gesagt haben. Ich hoffe, euch geht es sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche oder sonst ganz bald. Mua.